Handy aus, wie ihr wisst. Und da es sich noch nicht wirklich verändert hat, habe ich mir jetzt etwas einfallen lassen. Ich gehe zu Fuß nach Hamburg. Mal gucken, wie weit ich komme. Und ich nehme euch natürlich mit. Na Gott sei Dank darf man Hamburg intern ja noch die Grenzen überschreiten. In die andere Richtung nach Schleswig-Holstein könnte ich jetzt Probleme bekommen. Was ich selbstverständlich wie immer vergessen habe. Ist Wasser. Wer braucht schon Wasser? Und eine Sonnenbrille. Wer braucht schon eine Sonnenbrille? Ist ja auch keine Sonne da, ne? Ich habe mich, glaube ich, wieder verlaufen. Ich bin schon in Italien. Die Welt wird einfach kleiner. Die erste Brücke. Ich werde jetzt versuchen, runterzukommen an die Alster. Das müsste die Alster sein. Und dann gehe ich an der Alster. Ja, aber dann gehe ich einen Umweg. Ich bin ja auch schon über Italien gegangen. Egal. Aber jetzt könnt ihr mal hören. Ein bisschen Straßenlärm, aber ansonsten. Vögel. Vorhin hat es sogar geplätschert. Hier gibt es gerade keinen Grund zum Plätschern. Die Romantiker unter uns. So, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich bleibe mir wie immer selber treu. Ich bin jetzt quasi ein Stück zurückgegangen. Aber es war ein schönes Stück. Und alles hat einen Vorteil. Bitte schön im Hintergrund. Eins der, finde ich, schönsten Restaurants in Hamburg hinter mir. Ich habe mein nächstes Dorf. Schild zumindest mal, also noch eins verschritten. Hätte ich nicht diesen Umweg gemacht, ich hätte es nicht gefunden. Also, aufgemerkt. Und von wegen, die Sonne kommt nicht raus, ich werde bekloppt. Und die Alster ist immer noch dieselbe. Hätte ich wahrscheinlich doch durchgehen können. Also nicht durch die Alster, den Weg. Egal. So, das zeichnet mich unter anderem aus, meine Beharrlichkeit. Ich werde also den zweiten Teil als der Wanderweg beschreiten und ausprobieren, wo ich jetzt rauskomme. Schon wieder was entdeckt. Ein altes Gebäude, was noch in Betrieb ist, glaube ich. Ich glaube, die machen hier immer so Tanz oder so. Aber jetzt sieht es echt so ein bisschen spooky aus. Ich bin übrigens wieder auf dem rechten Weg. Sehr süß. Eine neue Etappe und Geschäfte. Und schon wieder was von Hamburg entdeckt, was ich nicht wusste. Jetzt kriege ich das auch langsam so ein bisschen besser zusammen. Also mit Hamburg, seinen Straßen und wo was liegt. Kann mir mal jemand sagen, wie man das gewinnen kann, will ich auch gewinnen. Kann ich ja schön Steigung mal bewerben, ne? 397. Ein Schnitzeltower. Hätte ich jetzt auch gern so ein Schnitzeltower. Hunger. Ja, das kann man jetzt nicht so ganz gut erkennen. Da steht 7 Meilen Stiefel. Aber wäre jetzt eigentlich eine wichtige Einlage gewesen, kurz vorm Ziel. Mal kurz zu betonen, dass es damit sicherlich schneller gegangen wäre, weil ich muss zugeben, meine Füße tun weh. So, meine Farbe wäre schön. Und da. Und komm. Projekt Hamburg. Abgeschlossen. Jawohl. Ja, achso. Mal gucken, wie die nächste Bahn fährt, ne? So, das mit der Bahn war schwieriger als gedacht. Also muss ich mich nochmal stärken. Und Indisch, das ist ja das Tolle, wenn man aus der Provinz in die City läuft. Hier gibt's alles. Jetzt nehme ich dann noch was Indisches mit. Bin wahrscheinlich nochmal 2 Kilometer gelaufen. Auch egal. Und jetzt bin ich auch gleich beim Hauptbahnhof. Und da wird es unter Garantie irgendeine Bahn oder so geben. Wir nicht.